Hallo und ein ganz herzliches Willkommen euch allen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Karin. Ich sitze hier wie immer in meinem Wohnzimmer in Murnau am Staffelsee. Heute mal ein bisschen eine andere Perspektive. Und ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Wir haben September. Ich bin seit einigen Tagen aus dem Urlaub zurück. Und es ist sonnig draußen, es ist relativ hell und wir haben wohl die nächsten paar Tage noch sehr, sehr gutes Wetter. Es soll sogar sehr warm werden. Ja, irgendwie habe ich die Wärme auch so ein bisschen satt, muss ich sagen. Es kühlt allerdings nachts und abends stark ab. Von daher kann man wieder ganz gut durchlüften und vielleicht auch ein bisschen besser schlafen als im Hochsommer. Ja, es wird langsam herbstlich, aber es ist immer noch, irgendwie fühlt sich's an wie Sommer momentan. Ja, wir waren im Urlaub und ich habe während des Urlaubs ein Video für euch aufgenommen, das mir eigentlich sehr gut gefiel. Leider musste ich feststellen, dass es in dem Raum, in dem ich gesprochen habe, sehr stark gehallt hat. Und deswegen sitze ich hier erneut und möchte das, was ich im Video erzählt habe, nochmal erzählen. Ja, es ist ein bisschen mühsam, ein bisschen viel Arbeit, aber besser so, als dass ich ein Video hochlade mit ja, merkwürdigem Ton. Ich hoffe, ich komme hier gut durch heute, denn hier liegt eine Katze neben mir, die Lina. Und die andere ist da ein bisschen weiter vorne vor mir. Und ich hoffe, die lassen mich jetzt mal hier ausreden und erzählen. Momentan sind sie ganz ruhig und schlafen. Die waren in der Zeit des Urlaubs in einer Katzenpension. Und denen geht es da, glaube ich, sehr, sehr gut. Die haben da ihre Freundschaften entwickelt, ihre Katzenfreundschaften. Und ja, alles soweit in Ordnung mit den Katzen. Ja, ich möchte heute, ich weiß nicht, wie lange das Video wird, wenn es zu lange wird. Wenn ihr mir regelmäßig zuschaut, wisst ihr ja, dass ich nicht so gerne lange Videos mag. Es ist auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, laut und deutlich zu sprechen über eine lange Zeit hinweg. Deswegen mache ich kürzere Videos, und versuche die einfach ein bisschen öfter zu machen. Also, wenn es mir heute zu lang wird, werde ich es irgendwann abbrechen und vielleicht nächste Woche dann Teil 2 Teil 2 des Videos aufnehmen. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich möchte auch ein bisschen was vom Urlaub erzählen. Und zwar fange ich von hinten an. Wir sind auf dem Rückweg in Hamburg gewesen. Einige Tage in Hamburg. Ich habe mich sehr gefreut. Das war für mich das erste Mal in dieser tollen Stadt, Weltstadt. Und sonst bin ich immer nur durchgefahren durch diesen furchtbaren Elbtunnel, wo man teilweise wirklich lange steht und immer Stau ist, gefühlt immer Stau ist. Ich weiß nicht, ob immer Stau ist. Ja, so das Nadelöhr zum Norden hin, die A7. Ja, Hamburg hat mir außerordentlich gut gefallen. Wir hatten ein super schönes Hotel. Es war leider ein bisschen weit abgelegen von den ja, Hauptattraktionen. Und wir hatten wirklich Glück, dass wir die Fahrräder dabei hatten, dass wir mit den Fahrrädern gut fahren konnten. Und ich muss sagen, Hamburg ist ganz, ganz toll, was Fahrradwege angeht. Ich habe ja sehr große Angst eigentlich, durch Großstädte zu fahren, weil meine Erfahrungen in München nicht so toll sind oder nicht so toll waren, bin ich kaum gefahren. Und Hamburg ist ganz, ganz anders. Also die Fußgängerwege sind so breit, dass da immer ein Fahrradstreifen oder fast immer ein Fahrradstreifen da ist. Oder von der normalen Fahrbahn ist dann ein richtig großer Streifen, wo man sicher fahren kann, sicher von A nach B kommt. Ich war also super begeistert von dieser Stadt und ich war auch sehr begeistert von der Architektur. Da wird wirklich. Man sieht eben ganz Altes neben ganz Neuem und ganz Innovativem, viel, was in die Zukunft weist, und nicht so dieses Altbackene, was ich sonst kenne, aus München, wo eigentlich wenig gewagt wird, was jetzt neue Architektur, betrifft. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr gerne Gebäude euch anschaut, neue Gebäude, neue Bauten. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass ich bald mal wieder, naja, irgendwann, ich weiß nicht, wie bald es sein wird, dass ich nochmal in diese tolle Stadt kann. Denn es war eigentlich viel zu kurz, also viel konnte man jetzt nicht sehen. Aber ich war in Mailis.
Das ist ja ein Wollladen, den gibt es glaube ich schon sehr, sehr lange. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe zu stricken, habe ich auch recht bald schon angefangen, ab und zu mal dort zu bestellen. Ich glaube, der Laden ist jetzt irgendwie umgebaut worden oder vergrößert worden. Auf jeden Fall fand ich ihn sehr schön groß und nicht zu voll, nicht zu überfrachtet, was mir nie so ganz gut gefällt, wenn so ein Wollladen zu voll ist und man weiß gar nicht, was man zuerst anfassen soll, wo man zuerst hinschauen soll. Also von daher fand ich den Laden sehr, sehr schön. Ich bin dort auch sehr, sehr nett und sehr gut beraten worden. Also das hat sich wirklich gelohnt für mich, dorthin zu fahren. Obwohl ich jetzt nicht so sehr viel gekauft habe, weil ich bin ja selber an der Quelle und habe sehr viel Wolle und auch Fremdwolle und kann jetzt nicht uferlos Wolle kaufen. Aber ich habe hier so ein paar Einkäufe, die ich euch zeigen möchte. Als erstes habe ich mir ein Magazin gekauft, das Making Stories. Das kostet gar nicht so viel, ich glaube aber, es ist eine ältere Ausgabe. Und zwar, ja genau, das ist der Herbst 2019. Dieses Magazin gefiel mir total gut und das Gute ist, man hat hier innen so einen Code, das heißt, man kann den bei Reverie eingeben und bekommt alle Anleitungen auch in digitaler Form, was ich großartig finde, wenn das möglich ist, weil wenn ich wirklich was daraus stricken sollte, möchte ich ganz gerne was Ausgedrucktes haben in einer Größe, die für mich angenehm ist, die ich gut lesen kann. Das Magazin kannte ich übrigens, ich glaube noch nicht. Ich habe das einmal durchgeblättert bei einer Strickbekanntschaft, glaube ich. Ich kann mich gar nicht genau erinnern. Und ja, es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich zeige es nochmal, Making Stories. Es ist auch gar nicht so teuer. Also das war jetzt knapp 22 Euro und hat sehr viele schöne Designs und so ein paar Texte über ja, ganz unterschiedliche Themen, Wolle und Designer und sowas alles, was einen interessieren könnte. Ja, ich bin gespannt. Ich habe noch nicht so richtig reingeschaut, werde es aber bald nachholen. Ich meine, momentan ist das Wetter noch so gut, dass ich noch sehr viel draußen bin und Fahrrad fahre und das einfach noch ausnutzen möchte, solange es geht, solange es möglich ist. Ja, als zweites habe ich eine Wolle gekauft, die ich sehr mag. Allerdings nur diese beiden, die mir farblich gut gefallen haben. Und zwar ist das von Quince & Co. die Chickadee. Das ist eine Bio-Wolle, meine ich. So sieht das Label aus. Und die ist sehr, sehr schön weich, aber gleichzeitig robust. Also sie ist überhaupt nicht kratzig, aber man merkt, sie hat so ein bisschen so eine Festigkeit. Das finde ich total schön. Es ist ein Sportgarn und die Lauflänge ist gar nicht, es sind ja nur 50 Gramm, ist gar nicht so, so lang. Das sind nur 150 Meter. Aber ich habe diese Wolle mal vor Jahren verstrickt und zwar habe ich daraus eine Mütze gestrickt und die ist bis heute meine allerliebste Mütze. Wenn es darum geht, irgendeine Mütze aus dem Schrank mal schnell zu nehmen, die durchaus nass werden kann. Also ich kann mit dieser Mütze tatsächlich gut rumspazieren, wenn es nass, wenn es feucht ist, wenn es leicht regnet und mein Kopf wird nicht nass, weil irgendwie komischerweise prallt eben, wie bei Wolle ja auch häufig, aber bei dieser ganz besonders gut prallt eben der Regen an dieser Mütze irgendwie ab, ja. So sieht die Mütze aus und ich möchte diese Mütze, also das ist mein erstes Exemplar. Ich habe ein weiteres gestrickt, die ziehe ich allerdings nicht so gerne an, weil die in einer anderen Wolle ist und ein bisschen groß ausgefallen ist. Und ich möchte gerne mit dieser Wolle vielleicht diese Mütze nochmal neu stricken. Diese Mütze heißt Loch oder Lock, ich bin mir nicht ganz sicher, von Tin Can Knits. Super simples Muster, geht ganz schnell und wie gesagt, es ist meine Mütze, die ich am meisten aus dem Schrank nehme, die ich am häufigsten trage und die ist, glaube ich, schon 7 oder 8 Jahre alt. Also voll zufrieden mit dieser Mütze und ich glaube, ich werde entweder die nochmal neu stricken, ja. Wobei dieses Garn so ein bisschen anders aussieht, zumindest am Strang.
sehe ich jetzt erst. Ja, es könnte sein, dass es ein bisschen anders aussieht, aber es kann auch sein, dass die Farbe ein bisschen geändert worden ist, weil, wie gesagt, das hier ist 9 Jahre alt oder 8 Jahre alt, keine Ahnung. Oder ich mache es aus dieser Farbe. Die habe ich einfach nur mitgenommen, weil die Farbe mir total gut gefiel. Das ist so eine Farbe, die kann man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Es hat so was Auberginiges, es hat aber auch was Warmes, und gleichzeitig glänzt es auch schön. Und ich weiß nicht, ob da ein starker Grauanteil drin ist. Es kommt mir eigentlich gar nicht grau vor, es kommt mir eher so warm vor. Ganz, ganz tolle Farbe. Ich schau mal, wie die heißt. Heißt die Skyline? Ja, genau. Die heißt Skyline. Und das hier ist Audoin oder so. Audoin. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ich freue mich aufs Verstricken. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was draus wird. Auf jeden Fall ist es ein super schönes Garn und ja, genau nach meinem Geschmack. Auf keinen Fall kratzig, dafür trotzdem sehr, sehr fest. Also, ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich mag nichts, was jetzt so richtig, richtig, richtig weich ist, dass es die Form nicht behält. Und das hier behält die Form sehr schön. Ja, was habe ich noch gekauft? Was Großes habe ich gekauft. Und zwar hat Brooklyn Tweed, diese tolle Firma, die waren, glaube ich, lange in New York, sind jetzt nach Oregon gezogen oder vor einiger Zeit. Und die haben eine ganz tolle Ästhetik, ganz tolle Farben und ganz, ganz tolle Anleitungen. Die Anleitungen sind etwas teuer, muss man sagen. Der Preis lohnt sich aber, die sind sehr, sehr ausführlich beschrieben. Trotzdem sollte man immer überlegen, möchte ich das jetzt wirklich stricken? Weil die schon ein bisschen teurer sind als die normalen Anleitungen. Und die haben jetzt ein neues Garn, auf das ich total neugierig war. Das heißt Dapple, meine ich jedenfalls. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und es besteht aus 60% Merino und 40% Bio-Baumwolle. Und es ist ein recht trockenes Garn, ein sehr weiches Garn, aber auch irgendwie total, ja, so robust irgendwie auch. Nicht kratzig. Und das ist eine DK-Stärke. Ich bin total gespannt auf das Verstricken. Es kommt ja meiner Cozy Cotton sehr nahe, auch in der Qualität, muss ich sagen. Ich habe hier 6 Stück gekauft und man spürt einfach beim Anfassen, das ist eine super, super Qualität. Genauso wie die Cozy Cotton im Übrigen. Also ich kenne auch andere, ich kenne, glaube ich, 2 andere Misch- oder 3 andere Merino-Baumwollmischungen und die kommen alle nicht an diese Qualität oder an die Cozy Cotton ran, muss man wirklich sagen. Auch wenn sich jetzt ein bisschen wie Werbung dafür anhört oder wie Werbung für die Cozy Cotton. Aber ich meine, warum nicht? Ich meine, man strickt ja auch als Vergnügen, als Hobby und da sollte man irgendwie was haben, was man gerne verarbeitet, was gerne und gut in der Hand liegt. Finde ich jedenfalls. Also mir geht es immer so, dass ich keine Lust habe, mit Wolle zu stricken, die sich so ein bisschen ja komisch anfühlt, die vielleicht auch schmerzt oder wie auch immer, na, oder die Finger verfärbt. Also von daher, ich habe wirklich große Hoffnung, dass das hier ein super tolles Garn ist. Fühlt sich herrlich an. Und die Idee dahinter ist, also es gibt bis jetzt nur eine Anleitung aus dieser Wolle für ein Oberteil. Da braucht man für meine Größe 6 Stück. Wobei diese Anleitung, das ist so ein Top-Down-Pulli, der erscheint mir sehr, sehr weit. Also es kann sein, wenn ich den tatsächlich stricke, dass ich den ein bisschen enger stricke. Und die Idee dahinter ist, dass man eben eine Art Gradient hat. So sieht das Ganze aus. Wobei es sehr, sehr schwierig war für mich im Laden diese 6 auszusuchen, denn wir haben hier ein ganz dunkles, ein etwas helleres, meliertes und dann kommt dieses hier. Und dann wird es schwierig. Ich meine, dass das hier das hellste ist, bin mir aber nicht sicher. Also ich zeige mal die helleren drei.
Es kann sein, dass die gut zusammenpassen. Es kann aber auch sein, dass es nicht so wirklich wie gedacht aufgeht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe einige Berichte von anderen Strickern gelesen, die schon angefangen haben und manche sind nicht so ganz zufrieden. Zwar schon mit der Wolle, aber mit diesem Farbwechsel, beziehungsweise kann es auch sein, dass mitten im Strang ein Farbwechsel passiert, dass es dann nicht mehr so schön eben aussieht. Ich bin sehr gespannt. Es ist aber ein Stück, also dieses Oberteil heißt Ginny, glaube ich, oder Gin. Ginn, meine ich. Ich weiß es nicht. Ich habe leider nicht nachgeschaut. Es liegt ja auch noch in weiter Ferne. Ich habe ja gerade ganz viele andere Projekte. Aber das soll so, das ist eben gewollt, dass es so ein bisschen anders aussieht, also dass die Farbzusammenstellung so ein bisschen wild durcheinander ist. Man kann es als Gradient stricken, man kann auch mit ganz dunkel anfangen und mit ganz dunkel enden und dazwischen was Helles haben oder was stark Vermischtes haben wie das hier. Und es war für mich schwierig, wirklich diese sechs auszusuchen. Ich hoffe, dass das hinkommt, dass ich damit gut fahre. Ja, und ansonsten ist es kommt halt, wie es kommt. Also ich kann es dann nicht ändern, wenn es dann nicht ganz 100% passt. Aber das ist vielleicht auch gewollt. Das soll halt ein Spaßfaktor dabei sein. Das ist einfach ein Oberteil, das Spaß machen soll. Ja. Nun ja, ich werde ja anfangen irgendwann. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein neues Projekt, das wollte ich nur mal kurz in die Kamera zeigen. Und zwar stricke ich das Staple Linen Top von Jorge Locatelli. Es ist ein Sommerprojekt, ein ärmelloses. Man fängt oben an. Ich zeige euch das mal. Man fängt oben an. Das ist jetzt die Rückseite. Und schlägt hier ein paar Maschen an und nimmt hier ein bisschen was zu. Und dann geht es hier weiter. Und also klassischer Anschlag für einen Top ohne Ärmel und man strickt dann so weiter, bis man zum Ärmelausschnitt kommt. Und dann arbeitet man den und dann strickt man das gleiche nochmal für vorne. Und dann wird hier oben wahrscheinlich zusammengenäht, soweit bin ich ja noch nicht. Und dann kann man in Runden weiter stricken. Ich benutze dafür meine eigene Wolle und zwar ist das die Cool Summer. In dieser dunklen Farbe. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich wollte unbedingt mal dieses Dunkle verstricken und habe das direkt, wo das Top rauskam, gewusst, okay, das ist es jetzt. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Es fühlt sich ganz toll an. Das Einzige, was ich jetzt als, naja, Problem ist es jetzt nicht, aber ich habe mit einer 375er Nadel angefangen. Dann war mir eben diese Seiten hier waren mir ein bisschen zu locker, sahen so ein bisschen locker aus. Und ich finde gerade hier bei dieser Anleitung der Wechsel zwischen ein bisschen fester verstrickt und dann dieses durchsichtige, lockere, finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich neu angefangen mit einer 3,5er Nadel hier. Und jetzt passt es, jetzt sieht es gut aus. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen brauchen, aber es ist ja ein Sommertop aus Seide und Leinen. Von daher wird es dann halt im nächsten Sommer tragbar sein, hoffe ich. Das ist im Rahmen des Fall Call von Hochi. Also sie hat da so eine Aktion jedes Jahr, da kann man mitmachen. Man strickt irgendeins ihrer Anleitungen, legt es an bei Reverie und kann, wenn man am Ende ein Foto postet des fertigen Projekts, kann man etwas gewinnen. Ich denke nicht, dass ich so weit kommen werde, aber ich versuche es. Beziehungsweise, naja, ich weiß nicht, ob ich es versuchen werde, aber ich freue mich auf den nächsten Sommer. Dann habe ich vielleicht was Schönes. Und es verstrickt sich sehr, sehr schön. Ich finde, das Teil ist richtig schön und es gibt jetzt schon sehr, sehr viele Projekte damit. Also, ja, ich freue mich drauf. Das war das Neueste, was ich so angeschlagen habe. Ja, eine neue Wolle von mir oder eine neue Farbe wollte ich euch zeigen. Ich komme leider immer noch nicht wirklich dazu, viele neue Farben zu färben, obwohl ich mir das fest vorgenommen habe. Ich bin immer noch gut mit dem Adventskalender beschäftigt. Es nimmt kein Ende. Und das ist jetzt die Wolle Tibetan Decay. Das ist eine Mischung aus Merino, Seide und Yak.
Und das ist jetzt eine neue Farbe, die mir außerordentlich gut gefällt. Die wollte ich schon länger färben und die wird es auch auf den anderen Jackgarnen von mir geben. Und zwar werde ich diese Farbe Dachi nennen. Manchen dürfte das bekannt vorkommen. Das ist die Farbe Zwetschgendachi, die ich auf der BFL DK hatte. Und das ist irgendwie so ein bisschen, erinnert mich so an, also es ist irgendwie für mich eine warme Farbe, erinnert mich halt an den Herbst, an Zwetschgen und deswegen Dachi, weil man hier also Zwetschgendachi kaufen kann. Neuerdings gibt es das wirklich in jeder Bäckerei. Ich hatte es gestern erst gegessen. Ich esse das ganz gerne. Ich mag Zwetschgen. Ja, auch manche sagen Pflaumen, also ich sage Zwetschgen. Und wie gesagt, so sieht die Farbe aus, die es bald im Shop geben wird. Vielleicht jetzt am Wochenende. Mal schauen, was wir so vorhaben am Wochenende, ob wir dazu kommen. Ja, ansonsten. Hamburg habe ich erzählt. Ich habe in Hamburg nicht so sehr viel gekauft, außer was ich euch eben gezeigt habe und dieses schmucke T-Shirt hier. Und ich habe einige Buchläden besucht. Ich habe noch nichts lesen können, weil ich gerade noch beschäftigt bin mit einem anderen Buch. Aber ich habe gemerkt, Hamburg hat ganz viele schöne kleine Buchläden, die wirklich besondere Bücher haben, nicht so dieses einerlei Bestsellerliste rauf und runter und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Solche Buchläden haben wir ja hier auch. In Murnau gibt es eine, in Garmisch und in Weilheim und immer wenn ich Bücher suche oder kaufen möchte, gehe ich eben in diese kleineren Buchhandlungen, die auch mal Romane haben, Bücher haben, die ein bisschen außergewöhnlicher sind. Und ich habe 4 Bücher gekauft. Und möchte eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Ich werde die euch vorstellen, wenn ich die lese oder vielleicht da dann ein bisschen was erzählen. Aber ich wollte es euch mal zeigen, was ich so gekauft habe. Das ist jetzt auf Englisch. Und dann habe ich das hier gekauft. Da habe ich schon mal reingelesen. Es ist nicht einfach zu lesen, sage ich dazu. Es ist ein bisschen, vielleicht wird es besser, aber es ist echt so die hohe Kunst der Literatur, dieses Buch. Ja, dann habe ich das hier gekauft. Das scheint ein bisschen einfacher zu sein. Eine einfache Bettlektüre vielleicht für abends. Mal schauen. Und dann habe ich noch das hier gekauft. Ich lese ja ganz gerne Bücher, die ja, so Frauen, das Leben von Frauen porträtieren. Und da habe ich eigentlich mehr Freude dran. Und ja, das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. So Lebensläufe, sowas halt. Alles, was so mit Frauen zu tun hat, meistens jedenfalls. Naja, gut, also, ihr Lieben, so viel für heute. Ich sehe gerade, das Video ist länger geworden. Ich werde ein paar Videos noch dranhängen von vielleicht schöner Landschaft und Natur in Nordfriesland, wo wir waren, St. Peter-Ording, die Strände da. Und werde vielleicht beim nächsten Video ein bisschen was erzählen, was ich an Wolle gekauft habe in Dänemark. Also es kommt noch, das ist nicht alles, es kommt noch ein bisschen was. Und ja, verabschiede mich für heute, macht's gut, kommt gut in den Herbst. Und ja, strickt weiterhin schöne Projekte und ich freue mich auf ein weiteres Video. Also bleibt gesund, Servus, tschüss. Was das hier für ein Raubtiergebiss ist. So sehen die Zähne aus von Seehund. 34 sehr spannend.
spitze, sehr scharfe Zähne. Ne, Freundchen? Sehen und da haben keine Backenzähne, wenn man genau hinschaut, sieht man das. Die kaum rechten weißen Schuhflocken und die Zahnfleisch. Und jetzt machst du den Daumen und den Zeigefinger auseinander. Ja, genau. Super, wieder eine Faust machen, nochmal andocken lassen. Sehr schön. Möchtest du einen Kuss haben, Sammy? Der Entchen.